sagen, warum wir hier sind. Wir wollen, dass Herr Obama erfährt, dass ein amerikanisches Unternehmen hier in Hannover die Standorte schließt und Leute entlässt. Wir verlieren unseren Arbeitsplatz, weil der amerikanische Wahnsinn der Wirtschaft einfach vorangetrieben wird. Herr Obama, hören Sie uns. Wir sind hier, weil wir unsere Arbeitsplätze verlieren. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen Krach. Liebe Emmerinnen und liebe Emma zu sehen, die für den Erhalt ihrer Arbeitsplätze demonstrieren. Diese Arbeitsplätze sind nicht in Gefahr, weil es der IBM schlecht geht. Diese Arbeitsplätze sind in Gefahr, weil es der IBM um mehr Profit geht. Und das trotz Management-Fehlentscheidungen in den USA. Wie aus der Presse zu lesen war in der letzten Woche, hat es Frau Rometty geschafft, die IBM in 16 Quartalen immer schlechter aussehen zu lassen. Das sind Managemententscheidungen, für die im Prinzip ihr und ich und alle IBMer in Deutschland jetzt büßen müssen. Wir sind hier ca. 200 in Deutschland betroffen vom Arbeitsplatzabbau, sind 900 Kolleginnen und Kollegen. Dies dürfen wir uns nicht gefallen lassen. Dafür müssen wir unsere Stimme erheben. Zumal die IBM bei den Investitionen in den letzten Jahren ja nicht auf die Zukunft gesetzt hat, sondern auf die Aktionäre. In den letzten 15 Jahren hat die IBM mehr als 150 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe und für Dividenden ausgegeben. So kann es einfach nicht weitergehen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bitte euch nochmal, macht kräftig laut, vielleicht hört es drin der Mr. President, und vielleicht ist da ja auch jemand von IBM. So wie ich gelesen habe, sind die heute auch hier vertreten. Vielen Dank für euer Kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass heute so viele zu unserer ersten Kundgebung gekommen sind. Und das, was wir heute hier praktizieren, ist erst der Aufschlag. Das heißt, das ist erst der Anfang der Demonstration gegen die Standortschließung, die IBM auch bundesweit irgendwie vorantreibt und vor allen Dingen auch hier in Hannover. 190 Stellen, ca. 200 Stellen, hat Jens Uwe gesagt, sind hier auch in Hannover betroffen. Und deswegen sind wir heute hier, um dagegen zu protestieren. Und liebe Messebesucher, das ist kein Protest gegen euch. Das ist ein Protest gegen das Vorgehen, das unternehmerische Vorgehen der IBM. Das sind Fehlplanungen und Fehlinvestitionen der letzten paar Jahre, die hier die Geschäftsleitung der IBM durchgeführt hat. Und die unternehmerischen Entscheidungen sind einfach katastrophal. Ja. Guckt man sich einfach mal den Umsatz an der IBM. In den letzten paar Jahren, seit 2011, ist er von knapp 107 Milliarden auf 82 Milliarden gesunken. Das sind knapp 25%. Der Gewinn seit dem Jahr 2000 ist von 179 Milliarden. Die entstehen aber 165 Milliarden an Aktienrückkäufen und Dividenden gegenüber. Investitionen, neue Produkte und Dienstleistungen wurden verpasst. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, die Geschäftsleitung kommt nicht auf die Idee, die Schuld zu tragen, sondern ihr solltet die Schuld tragen. Und die Konsequenz ist, dass hier Personal und vor allen Dingen Stellen abgebaut werden sollen. Das heißt, ihr
Alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Konzerns sollen hier die Konsequenzen tragen der Fehlentwicklung der Geschäftsleitung. Hier geht es wohl eher um nackte Zahlen, um Profit, um Gewinn, um ökonomische Werte, damit grundsätzlich der Gewinn stimmt. Loyalität, Verantwortung gegenüber euch als Mitarbeiter spielt keine Rolle mehr. Und vor allem gegenüber Mitarbeitern, die schon jahrelang im Betrieb sind. Ihr habt den Gewinn des Konzerns erwirtschaftet. Und da gebührt euch Anerkennung und Loyalität. Diese Messebesucher, das ist eine Veranstaltung nicht gegen euch, sondern das ist eine Information, ein Protest gegen das Vorgehen des IBM-Konzerns, die hier in Hannover und bundesweit Stellen abbauen. IBM präsentiert sich hier auf dem Messegelände wenige Meter hinter uns. Das heißt, unsere Stimme geht hier ganz klar an die Verantwortlichen, dass hier in Hannover Stellen abgebaut werden und die Mitarbeiter hier zu tragen und unter den Los zu tragen haben. Was ja aber in dem Zusammenhang besonders perfide ist, ist, dass IBM sich gezielt von älteren Mitarbeitern trennen will, von ausgesuchten Personengruppen, Bereich Verwaltung, Anwendungsentwickler, Testspezialisten und vor allen Dingen auch von Mitarbeitern der unteren Gehaltsgruppen. Solche Tätigkeiten sollen dann aus Kostengründen ins Ausland verlagert werden. Das kennen wir auch bereits von anderen Betrieben. Und vor allen Dingen auch in konzerninterne Billigtochterunternehmen. Es geht nur ums Geld. Und was ist mit den betroffenen Mitarbeitern? Dass hier berufliche Karrieren zerstört werden und die Zukunft unsicher ist, scheint vollkommen egal zu sein. Ja, dann haben wir wieder neue Messebesucher. Liebe Messebesucher, das ist keine Veranstaltung gegen euch. Das ist ein Protest heute gegen den IBM-Konzern, die ganz massiv in Hannover, in der Region Hannover und auch bundesweit Stellen abbauen. Und deswegen stehen hier die Mitarbeiterinnen, die hier für ihren Arbeitsplatz kämpfen. Den Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen haben wir Gott sei Dank tariflich abgesichert. Aber diese Möglichkeit, darauf habe ich nur Anrecht, wenn ich auch wirklich Gewerkschaftsmitglied bin. Das heißt, die jetzt noch nicht Mitglied sind, sollten die Chance wirklich nutzen und auf den fahrenden Zug wirklich mit aufspringen und nicht warten, dass er irgendwann an ihnen vorbeifährt. Der bundesweite Stellenabbau und vor allen Dingen auch hier der Stellenabbau bei GBS und MBS in Hannover ist eine rein strategische Entscheidung der Konzernleitung. Und die Geschäftsführung der IBM fällt Entscheidungen, die unserer Meinung nach nicht kalkulierbar sind. Und setzt Betriebsräte und vor allen Dingen auch uns als Tarifpartner vor veränderte Tatsachen. Und ist unsicher, wie sich die Konzernleitung hier auch in Zukunft verhalten wird. Vor allen Dingen, heute ist Hannover betroffen, morgen andere Standorte und andere Personengruppen, andere Funktionsbereiche. Das, was durchklingt, ist die Situation, dass der Stellenabbau hier heute und in Zukunft wahrscheinlich nicht aufhören wird. Deswegen sind wir hier und protestieren auch dagegen. Und
Und das Motto, was heute gilt, ist, wer sich heute nicht wehrt, der hat gleich verloren. Und in Zukunft, zukünftige Termine für Hannover, für die zukünftigen Sozialplanverhandlungen, habe ich heute die Informationen bekommen, finden auch teilweise in Hannover statt. Das heißt, das ist heute der Auftakt. Wir werden diese Sozialplanverhandlungen begleiten, mit unserem Protest begleiten. Wir werden uns zu Wort melden, wir werden unseren Unmut klar machen und wir werden das Bestmögliche für euch damit rausholen. Vielen Dank für unseren Engagement. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, als selbst Betroffener möchte ich auch noch ein paar Worte zu der ganzen Geschichte sagen. Viele von uns betrifft das ja auch, dass wir ein Alter erreicht haben, wo wir eigentlich eine Lebensplanung hatten, dass wir irgendwo die Rente dann irgendwo in grüner Absicht dahin schon mal sehen konnten. IBM hat es leider geschafft jetzt, sag ich mal, dass diese Lebensplanung von vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen jetzt einfach ad absurdum geführt wird und wir jetzt einfach auf der Straße stehen nächstes Jahr im April. Und das ist meiner Meinung nach mit den IBM-Geschäftsgrundsätzen, wo sie sich immer so verbrüsten, absolut nicht vereinbar. Außerdem möchte ich ja ganz klar feststellen, dass die IBM sich hier gegen ganz klares Tarifrecht verstößt. Es gibt mehrere Tarifverträge, die IBM hier nicht einhält. Und hier ist auch die Verdi gefragt, ganz klar hier gegen die IBM vorzugehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.